Das Arntal in Südtirol, umgeben von 3000 Meter hohen Bergen, wurde in der Vergangenheit als Durchgangsgebiet benutzt, da wichtige Verbindungen über die Pässe nach Norden, nach Österreich führten. Erste Siedlungen reichen möglicherweise in die Bronzezeit zurück. Die ersten Siedler waren wahrscheinlich Illyrer, dann kamen die Kelten und 15 vor Christus kamen die Römer, die sich 400 Jahre hier aufhielten. Ab dem 11. Jahrhundert verwalteten die Edlen von Taufers das Arntal. Sie zählten in der damaligen Zeit zu den einflussreichsten Geschlechtern von ganz Tirol. Der Ort Kasern liegt am Talschluss des Arntales. Auf einer Meereshöhe von 1580 Meter gelegen, ist es das nördlichste Dorf Südtirols und zugleich Italiens. Von hier aus geht es nur mehr zu Fuß weiter. Ein Forstweg führt noch zu einigen Gehöften und Berghütten. In vergangenen Zeiten waren hier Unterkünfte für Bergsteiger, die weiter zu den Tauernübergängen, Birnlücke und Kremlertauern aufstiegen. Die Ortschaften wurden erstmals 1529 als Gasthof und Hospiz urkundlich erwähnt. Sie gaben Unterkunft und verliehen Ausrüstungen an schlecht ausgestattete Reisende. Im Mittelalter lebten die Bewohner von der Landwirtschaft. Es war ein karges Leben. Die Sommer in den Höhenlagen waren kurz und der Boden gab auch nicht sehr viel her. In späteren Jahren entwickelte sich der Handel, doch zu einem richtigen Aufschwung kam es erst, als Kupfer in den Bergen gefunden wurde. Die erste gesicherte Nachricht zur Bergbautätigkeit in Bretto stammt aus dem Jahre 1426. Wie an anderen Plätzen auch, begann der Abbau in Bretto dort, wo Erz an die Erdoberfläche trat. In der Nähe des Rötkreuzes, auf etwa 2000 Meter Meereshöhe, kam es zutage. Zunächst genügte es, die Schächte anzufahren, um die Erzadern zu erreichen. Ab Ende des 15. Jahrhunderts musste vom Berghang aus die ersten Stollen vorangetrieben werden. So ein Vortrieb dauerte mitunter Jahrzehnte, bis die Adern erreicht werden konnten. Im Laufe der Jahrhunderte wechselten die Bergwerksbetreiber. Meist handelte es sich um Adelsfamilien, die das Abbaurecht vom Landesfürsten gegen Pachtzins erhielten. Die letzten Betreiber waren die Grafen Enzenberg. Sie mussten das Werk 1893 schließen, denn aus den USA importiertes Kupfer war konkurrenzlos billig. Es war jedoch nur eine vorübergehende Schließung, denn zwischen 1957 und 1971 wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Dann erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen die endgültige Schließung. Heute ist Bretto nur mehr ein Schaubergwerk. In dem Berg wurden 7 Stollen getrieben. Der unterste, der St. Ignaz-Stollen, ist mit der Grubenbahn befahrbar und bringt die Besucher 1 Kilometer tief in das Bergwerk.
Der Ignatstern ist der einzige, der mechanisch vorangetrieben wurde, mit Sprengungen und maschinellen Vortrieb. Die Arbeiten werden durch Schaufiguren der Mineure wie die Handhabung der Werkzeuge und Maschinen in den letzten Betriebsjahren vor sich ging dargestellt. Nach der Sprengung wurde das erzhaltige Gestein grob zerkleinert und abtransportiert. Die oberen, auch etwas kürzeren Stollen mussten im Laufe der Jahrhunderte mit Hammer und Meißel dem Berg abgerungen werden. Die Schalungen der Wände und der Decke waren nicht so gut ausgebaut und es brachen des Öfteren große Steinbrocken aus den Felsen oder Teilstücke der Stollen brachen ein. Die Stollenhöhe war kleiner. Wenn die Menschen der Vergangenheit auch kleiner waren, mussten sie oft gebückt oder sogar liegend arbeiten. Abgebaut wurde mit Hammer und Meißel oder zum Ausbrechen des Gesteins wurden große Eisenstangen verwendet. Verladet wurde in große Holzkisten auf Rädern, geschoben wurde mit Menschenkraft. Und das Ganze geschah nur beim Schein von rußenden Kienspänen oder später bei flackerndem Schein von Grubenlampen. An manchen Stellen ist das Kupfererz mit seiner rostbraunen Farbe sichtbar. Als der Erzabbau begann, waren die Erzadern bis zu 10 Meter breit und reichten in eine Tiefe bis zu 550 Metern. Stollen um Stollen wurden gegraben und die Adern wurden immer weniger fündig und immer mehr totes Material musste abgebaut werden. Das Kupfererz wurde im Brettau auch ausgeschmolzen. Die Baureste der letzten Schmelze stehen noch als Denkmal vor dem Bergwerk. Das Bergwerk bot über Jahrhunderte der Talbevölkerung Arbeit. Der Fluss Arn durchfließt das gesamte Tal in Nord-Süd-Richtung. Er entspringt in ca. 2500 Metern in der Venediger Gruppe. Im Sommer und Herbst ist der Fluss eher ein ruhiges Gewässer, der in seinem Flussbett dahin fließt. Im Frühjahr nach der Schneeschmelze kommt es des Öfteren zu Problemen. Er tritt über die Ufer und reißt in dem schmalen Tal alles mit, was sich auf seinem Weg befindet. Schon in den letzten Jahrhunderten bauten die Bauern ihre Häuser auf den Berghängen. Bei den Häusern, die an der Straße liegen, wurden 1,2 Meter hohe Betonplatten angebracht, um einigermaßen vor den Wassern geschützt zu sein. Der kleine Ort St. Peter wurde schon vor 500 Jahren sicher vor den Wassern des Flusses am Berghang gebaut. Die gotische Kirche und das Pfarrhaus gehen auf 1600 zurück. Sie sind den Aposteln Petrus und Paulus geweiht. Der Fluss hat heute sein Bett nördlich davon. Früher rauschte er durch die Senke und wurde vor Jahrtausenden von einem Bergsturz in seinen heutigen Verlauf gedrängt.
Nur wenige Kilometer flussabwärts liegt der Ort Steinhaus. Hier war der Sitz der Bergwerksverwaltung. Von hier aus regelte man den Bergwerksbetrieb, es erfolgte die Lagerhaltung des Materials und die Einlagerung der Lebensmittel, denn die Bergleute erhielten einen Teil der Entlohnung in Naturalien. Auch der Ansitz des Minenbetreibers war hier, der sich selbst um die Geschicke des Bergbaus kümmerte und die großen Geschäfte abwickelte. Die terrakottafarbenen Häuser aus dem 17. Jahrhundert gehörten alle zum Bergwerk. Im ehemaligen Kornkasten befindet sich seit 2000 das Bergbaumuseum, das Exponate aus 500 Jahren Bergbau in Brettau zeigen. Es sind Gerätschaften vom frühen Beginn im 15. Jahrhundert bis zur Schließung des Gewerkes. Messgeräte zur Vermessung der Stollen sowie Geräte zum Messen des Kupfergehaltes des gebrochenen Gesteins und des ausgeschmolzenen Kupfers. Eine Sammlung an Modellen, die Graf Enzensberger anfertigen ließ, die Geräte zur Zerkleinerung des Gesteins dienen, Pump- und Belüftungsanlagen, wie sie in späteren Jahren des Bergbaus Verwendung fanden. Festtagsbekleidung der Bergknappen, die in Farbe und Ausstattung die unterschiedliche Rangordnung im Bergwerk zeigen. An den Wänden Bilder von Familienmitgliedern der hier lebenden Grubenbesitzer. Hinter der Kirche befand sich der alte Friedhof, auf dem Bergleute aus den vergangenen Jahrhunderten bestattet wurden. 1970 wurde er umgestaltet. Die Kirche unserer lieben Frau von Loreto wurde um 1700 umgebaut und erhielt ihr jetziges Aussehen. Die kleine Kirche war die Kirche der Bergleute. Sie waren meist sehr gläubig. Der Berg brachte lange Zeit große Gefahren mit sich und der Glaube half vielen, die Angst zu überwinden. Die einschiffige Kirche ist mit einem Tonnengewölbe ausgestattet, das mit Freskenfeldern bemalt ist, geteilt durch Bandwerk. Im Chor ein Kreuzgratgewölbe, darunter der Hochaltar. In der Altarnische Maria mit Kind. Das Besondere ist, sie und Jesus sind dunkelhäutig dargestellt. An der Kirchenlängswand die Kanzel. Sie ist mit Kunstmarmor verkleidet und am Schalldeckel die heilige Dreifaltigkeit. Daneben Bildtafeln mit den Kreuzwegstationen. Talabwärts ändert sich das Landschaftsbild kaum. Die Ahr und der Talboden sind umgeben von hügeliger Landschaft und von hohen Bergen.
auf einem Hügel, der in der letzten Eiszeit entstand, als vom Bergmassiv ein riesiger Fels abbrach und durch die Eismassen talwärts geschoben wurde, errichtete man den Ort St. Jakob. Er hat etwa die gleiche Besiedlungszeit und Geschichte wie die anderen Orte des Arntales. Durch die Geländelage entwickelte sich der Ort als Streusiedlung und hat den Dorfcharakter bis heute erhalten. Im Ort leben ca. 900 Menschen und viele sind noch in der Landwirtschaft tätig. Am Hügel die alte Pfarrkirche St. Jakob. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts im spätgotischen Stil errichtet. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde dem Zeitgeschmack entsprechend die Innenausstattung der Kirche und deren Einrichtung barockisiert. Hundert Jahre später, um die Mitte des 19. Jahrhunderts im aufkommenden Historismus, wurde die Kirchenausstattung im neogotischen Stil geschaffen. Das einschiffige Langhaus und der Chor überziehen noch die gotischen Kreuzrippen. Der neugotische Hochaltar zeigt im Altarbild die Enthauptung des Apostels Jakobus. In Nischen an den Seiten links der Apostel Philippus und rechts Jakobus, der Jüngere. Das gotische Fenster des Chorraumes links zeigt Notburga, sie war eine fromme Bauernmagd mit einer Kornähre in der Hand. Sie ist die Fürsprecherin in allen Nöten der Landwirtschaft und Beschützerin der Dienstboten. Im rechten Bild der heilige Josef, seine Attribute der blühende Stab und die Bibel als Zeichen des festen Glaubens. Am Pfeiler des Triumphbogens der linke Seitenaltar, er ist dem heiligen Aloysius gewidmet. Im Mittel des Altars eine Nische, in der ist Aloysius dargestellt mit seinen Attributen. Schädel und Geißel für seinen Bußeifer. Der rechte Seitenaltar ist der heiligen Anna mit der Tochter Maria gewidmet. Über der Figurengruppe ist die heilige Dreifaltigkeit zu sehen. An der Seitenwand des Langschiffes die Kanzel. Am Kanzelkorb Halbreliefs. Im Vorderfeld der gute Hirte, an den Seitenflächen die lateinischen Kirchenväter. Am Schalldeckel thront ein Engel mit Gesetzestafeln und Posaune und an der Unterseite die heilige Dreifaltigkeit. An der Außenseite der Ortsfriedhof. Es ist ein ländlicher Friedhof mit vielen kunstvoll gestalteten Schmiedeeisenkreuzen. Der Speikboden, ein beliebtes Wandergebiet im Sommer und ein gut ausgebautes Skigebiet im Winter. Eine Kabinenbahn im unteren Bereich und über mehrere Etappen ein Sessellift bringt die Besucher vom Arntal in die hohe Bergregion. Ein gewaltiges Panorama. Die mehr als 3000 Meter hohen Berge der Zillertaler Alpen und im Süden die Dolomiten.
In den oberen, baumlosen Gebiet sind schöne Bergtouren möglich, aber nur für Geübte. Hier in den Bergen ist ein idealer Platz für Paragleiter. Gute Aufwinde sorgen für gute Stabilität in der Luft und bei schönem Wetter kann man schon einige Zeit in der Luft bleiben. Man fliegt eine größere Strecke über die Pisten und der Landeplatz ist in den ebenen Flächen des Taufertales. Im mittleren Teil des Speikbodengebietes sind Pisten mit vielfältigen Schwierigkeitsgraden. Kleine Seen und Teiche wurden angelegt, um das Schmelzwasser im Frühjahr zu sammeln. Im Winter werden bei Bedarf die weitflächigen Pisten auch künstlich beschneit und das Wasser wird aus den Seen entnommen. In den nahen Bergen gibt es ein eindrucksvolles natürliches Gewässer. Der Rheinbach entspringt im Naturpark Riesenferner. Der Aufstieg beginnt durch Nadelwälder, deren Boden genug Feuchtigkeit von den Wasserfällen bekommt. Die Erd- und Steinflächen sind bedeckt mit Moosen und Pflanzen, die sonst nur in Feuchtgebieten bei Bächen zu finden sind. Der Rheinbach fällt über drei Kaskaden in die Tiefe. Beim ersten Fall fällt das Wasser ca. 15 Meter über Geröll und Fels in das ausgewaschene Becken. Das aufgewirbelte Wasser hüllt mit einem Nebel die angrenzenden Waldflächen ein. Eine kurze Wegstrecke liegt der Rheinbach in einer kleinen, schmalen Schlucht zurück. Weiter durch den Wald und der zweite Fall ist schon etwas eindrucksvoller. Seine Fallhöhe hat schon mit 50 Metern etwas zugelegt. Am Weg ein Platz zum Meditieren, sicher ein passender Ort. Von Besuchern wurden hier Steinmännchen errichtet, die in den Bergen früher als Wegweiser dienten. Diese aufgeschichteten Steine, meist größere Kegeln, findet man heute oft noch in den Bergen in Nepal, Pakistan und Tibet, vor allem bei religiösen Plätzen und um die Wege zu markieren. Über einen schmalen Steinweg geht es zum dritten Fall, der etwa auch die Höhe von 50 Metern überwindet
und mit aufsteigender Gischt alles in einen Nebel hüllt. Unten im Tal angekommen beruhigen sich die Wasser, fließen durch das steinige Bett und werden ein Zufluss zum Aarfluss. Hier hat der Fluss seine schmalste Stelle des gesamten Tales bei Sand in Taufers. Am Talschluss steht auf einer Felsnase über dem Fluss Aar die alte Tauferburg. Früher war nur ein nicht befahrbarer Weg die einzige Zugangsmöglichkeit, um das Bauwerk zu erreichen. Der Platz war gut gewählt. Alles, was von Norden her durch das Arntal nach Süden kam, musste die Engstelle bei der Burg passieren, und so kontrollierten die Burgherren einige Jahrhunderte den gesamten Warenverkehr. Die Herren von Taufers waren die Besitzer der Anlage. Um 1130 wurde das adelige Geschlecht zum ersten Mal in Dokumenten erwähnt. Als die Taufers um 1340 ausstarben, wechselte die Burg mehrere Male die Besitzer und verfiel im Laufe der Zeit. Sie wurde wieder instand gesetzt und neue Zubauten wie die Zugbrücke und die Wehrgänge kamen dazu. Ab dem 17. Jahrhundert erfüllte die Festungsanlage durch die Modernisierung der Waffentechnik nicht mehr den Schutzanforderungen und sie verfiel zusehends. Die Zugbrücke wurde rekonstruiert und führt wieder über den Burggraben. Die Toranlage ist massiv befestigt. Zwischen Bruchsteinmauerwerk und gewachsenen Fels führt der Weg zum Burghof. Der Hof wird umgeben von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, Lagerräumen und Werkstätten. Beherrscht wird der Burghof vom mächtigen Bergfried, dem letzten Zufluchtsort in der Festung. Der Pallas nimmt die Westseite des Hofes ein und hier waren die Wohnräume untergebracht. Im Südtrakt war bis ins frühe 18. Jahrhundert der Sitz der Gerichtsbarkeit, bis er in den Ort Sand verlegt wurde. Im Burghof reihen sich die Gebäude entlang der Ringmauer. Lagerräume für Lebensmittel und Material für die Burginstandhaltung. Unterkünfte für das reichliche Burgpersonal und die Wachmannschaften. Abgetrennt vom großen Burghof der Wirtschaftshof. Hier befand sich eine Zisterne und der Eiskeller, in der heikles, verderbliches Gut über die warme Jahreszeit gelagert wurde. Zur besseren Sicherung der Burgmauer wurde im 15. Jahrhundert ein überdachter, umlaufender Wehrgang errichtet, der den breiten Turm mit dem Bergfried verbindet. Im Inneren der Burganlage sind 64 Räume mit meist historischer Ausstattung und Einrichtung erhalten, von denen einige zu besichtigen sind. Man findet Einrichtungsgegenstände aus mehreren Jahrhunderten, von der Romanik über die Gotik bis hin zum Barock. Die Burg war auch Gerichtsstand
und hier wurden regelmäßig Gerichtsverhandlungen abgehalten. Der große Gerichtssaal mit einer Wandtäfelung aus Zirbenholz. In dem Raum drängten sich der Richter, Schreiber, Ankläger und viele Zuhörer. In der Mitte des Raumes eine Säule, die die Decke trägt. An der wurde der Delinquent angebunden, um jeglichen Fluchtversuch zu vereiteln. Als Mobiliar gab es zu dieser Zeit nur Truhen, in denen alles aufbewahrt wurde. Kästen und Kommoden traten erst später in Verwendung. Das große Speisezimmer ebenso mit Holztäfelung und Thron eingerichtet. Über den Tisch der Luster, ein Glaskunstwerk aus dem 17. Jahrhundert aus Murano. In der Burg wurden nur die Räume, die den Burgbesitzern zur Verfügung standen, beheizt. Sie wurden vom Gang oder von Nebenräumen aus befeuert, um die Herrschaft nicht zu belästigen. Das Kaplanzimmer, der Wohnraum des in der Burg angesehenen Geistlichen. Eine schöne, aber über lange Epochen zusammengetragene Einrichtung, dominiert vom großen Ampirkachelofen. Die Treppenhalle zum Wohnturm soll im 17. Jahrhundert als Folterkammer und Richtplatz gedient haben. Als einziges Relikt aus dieser Zeit ist die Beinspange erhalten, wo drei Delinquenten gleichzeitig gequält wurden. Die Burgkapelle gehört zu dem ältesten Teil der Burg. Die Fresken aus dem späten 15. Jahrhundert zeigen Christus am Ölberg. Im zweiten Obergeschoss das Schlafzimmer, im Erscheinungsbild des 15. Jahrhunderts. Das ungewöhnlich breite Bett mit einer normalen Länge bot genug Platz. In der damaligen Zeit waren die Betten meist extrem kurz, denn man saß im Bett, anstatt zu liegen, denn die aufwendigen Frisuren mussten geschont werden. In einer Nische ein Wasserbehälter. Er ist sehr klein, denn von Waschen hielt man damals nicht sehr viel. Ein Kachelofen mit Delfterkacheln, im besterhaltenen Zustand. Im hellen Erker eine Kinderwiege. Die Bögen dienten zum Auflegen der Tücher, dass sie das Kind nicht berühren. Über dem Gerichtssaal die Bibliothek. Die Kassettendecke ist die reichstgestaltete der ganzen Burg, mit 5 bemalten Feldern. Die großen Bücherschränke sind noch zum Teil mit alten Büchern bestückt. Für eine Burg war es für die damalige Zeit eine ungewöhnlich große Sammlung. Der 400 Jahre alte Kachelofen, mit dem die Bibliothek beheizt wurde, zeigt auf den verschiedenfarbigen Fliesen orientalische Reitermotive. In der Waffenkammer ist ein kleiner Querschnitt an Kriegsgerät zu sehen, das über Jahrhunderte in Verwendung stand. Vorwiegend Hieb- und Stichwaffen, Harnische, Brustpanzer bis zu einfachen Feuerwaffen. In der Burg waren auch zeitweilig Mörser aufgestellt, deren Steinkugeln noch heute im Burghof liegen. Es gibt noch viele Räume, die teilweise schon restauriert oder erst noch herzustellen sind. Die Burg wurde nie zerstört. Es gab jedoch Zeiten, wo sie durch Nichtgebrauch und Vernachlässigung verfiel.
Sie wurde jedoch in den letzten Jahrzehnten wiederhergestellt und man bekommt einen umfassenden Eindruck, wie das Leben in den alten Gemäuern jahrhundertelang war. Der Fluss hat seinen Weg durch das Arntal zurückgelegt und es bei der Talenge verlassen und fließt in einer nicht eingeengten Ebene weiter im Taufertal.